Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jan und mein Amateurfunkrufzeichen ist Delta Oscar 1 Juliet Papa Lima. In dem heutigen Video nehme ich euch mit aufs 15 Meter Band. Ich mache mal wieder ein bisschen Betrieb auf Kurzwelle im Phoniebereich und ja, da seid ihr auch heute mit dabei. Und wenn euch das interessiert, dann ja, bleibt dran. Echo United 1, Delta X-Ray, 59. Heute habe ich mal meinen ICOM IC 7600 in Betrieb genommen und ja, bin jetzt auf dem 15 Meter Band QRV. Es lohnt sich auch durchaus mal ein bisschen weiter runter zu kurbeln. Er ist jetzt in der Station bei 21.190. Aber insgesamt scheint es sehr ruhig auf dem Band zu sein, oder? Ich habe jetzt als Antenne meinen umgebauten Dreielement fürs 15 Meter Band da dran. Das war ursprünglich mal von Serio der Sierra Yankee 3. Den habe ich wie gesagt umgebaut und habe die Elemente verlängert fürs 15 Meter Band. Und der ist ja momentan dran. Steht aber, glaube ich, jetzt ja, in Richtung Nordamerika. Von daher ist das jetzt vielleicht auch für die eine oder andere Station die falsche Richtung. Müssen wir mal gucken. Ja, das ist jetzt in Spanien, in Sonderstation. Genauso wie es sich lohnt, natürlich auch an dem Band anfangen zu drehen, lohnt es sich natürlich auch bis zum Ende des 15 Meter Bandes zu kurbeln. Manchmal sind da doch die ein oder anderen interessanten Stationen so oberhalb von 21.400. Nicht zu vergessen morgens die V5, die Namibia-Runde. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Die war früher immer auf der 21.365, glaube ich. Und immer wenn die Sonne aufgeht, dann geht es dann auch in Richtung Südafrika. Ich werde mir jetzt gleich einfach mal eine freie Frequenz suchen und dann einfach mal CQ rufen. Mal gucken, was sich da tut, ob man gehört wird. Und ja, vielleicht muss man auch noch mal bis heute Nachmittag warten, was die Bedingungen angeht. Jetzt ist hier noch ein ganz dickes Signal. Das gucken wir uns noch mal an. Ja, das jetzt hier ist. Das ist natürlich das Schöne bei so einem Wasserfall. Da sieht man das natürlich. Ja, wo war der jetzt? Auf 85? Ja, gucken wir mal einen Moment. Ja, tut sich jetzt nichts. Ist glaube ich wieder der Spanier. Ja, 9 Alpha, das ist jetzt eine Station aus Kroatien. Ja, das ist der Spanier wieder. Auch eine Sonderstation, auch Spanien. Ja, scheint nur Europaverkehr momentan zu sein auf dem 15 Meter Band. Ja, hier sind wir jetzt unten schon im Digitalbereich. Ab 21, 150 kHz
beginnt der Phoniebereich. Wenn man sich dann eine freie Frequenz sucht, wo man dann selber CQ rufen möchte, dann empfiehlt es sich natürlich irgendwo in einem Abstand von 5 kHz am besten, sich an eine Station dran zu setzen, die schon etwas länger auf dem Band aktiv ist. Ganz einfach deswegen, weil wenn jemand die Station hört und gearbeitet hat, dann wahrscheinlich nach oben oder nach unten wieder übers Band dreht und dann recht schnell, wenn man so nah an der anderen Station dran ist mit 5 kHz, dann drüber über einen selber stolpert. Ne? Also von daher hat man da größere Chancen gefunden zu werden, als wie wenn ich mich jetzt ganz ans hinterletzte Ende vom 15 Meter Band verziehen würde. Das macht dann da wenig Sinn. Also deswegen am besten in die Nähe von einer Station setzen, die schon ein bisschen aktiv ist auf dem Band. Da wird man dann selber auch leichter entdeckt und gefunden von anderen Stationen. This is Frequency in Use, this is Frequency Occupied, this is Frequenz Frei, this is Frequenz in Benutzung. Anybody using the Frequency? Is this frequency in use? Is this frequency occupied? Is the frequency free? Is the frequency in Benutzung? Anybody using the frequency? Es lohnt sich natürlich. India Uniform 8 Romeo Fox Whiskey. India Fox Spot, go ahead. India Uniform 8. India Uniform 8 Romeo Fox Whiskey. India Uniform 8, Radio Foxtrot Whiskey, thank you that you're coming back to my call. This is Delta Oscar, number 1, Juliet Papa Lima. Delta Oscar 1, Juliet Papa Lima. My name is Jan, Juliet Alpha November. Jan is my name, and your report after the next hour. Go ahead. Yes, okay, thank you for the 5 and 9. You are 5 and 3, 53, okay? Yes, my call sign is Delta Oscar, number 1, Juliet Papa Lima. Delta Oscar, number 1, Juliet Papa Lima, for India Uniform 8, Radio Foxtrot Whiskey, QSL. Yes, thank you for the call and the nice report, 73 and 55. Bye-bye. QRZ, this is Delta Oscar, number 1, Juliet Papa Lima, DO1 JPL, calling CQ15, QRZ. Ja, da lungern einige im Hintergrund. Man fragt nur, ob die Frequenz frei ist und ja, schon kommt das erste QSO zustande, so schnell kann das gehen. Notiere ich mir das mal eben noch fix. Dann kann es auch sofort weitergehen. Calling CQ, calling CQ, calling CQ on 15, CQ on 15 meters, looking for any call anywhere. This is Delta Oscar, number 1, Juliet Papa Lima. Delta Oscar, number 1, Juliet Papa Lima, calling CQ 15 and standing by. Calling CQ, calling CQ on 15, CQ on 15 meters on 195 simplex, 1950 simplex on 15 meters. This is Delta Oscar, number 1 Juliet Papa Lima, DO, number 1 JPL, calling CQ 15 and standing by. Ja, der Italiener, der kam jetzt so von der Seite quasi rüber zu meinem Beam. Stand jetzt auch in die Richtung Italien mein Beam, aber naja, mal schauen. Calling CQ, calling CQ, calling CQ on 15, CQ on 15 meters from Delta Oscar, number 1 Juliet Papa Lima. Delta Oscar, number 1 Juliet Papa Lima, calling CQ on 15 and standing by. Calling CQ, calling CQ on 15, CQ on 15 meters, looking for any call anywhere. This is Delta Oscar, number 1, Juliet Papa Lima.
DO, number 1 JPL, calling CQ115 and standing by. Ich habe jetzt vorhin auch nochmal in das sogenannte DX-Cluster geschaut. Wie es der Name schon sagt, werden dort DX-Funkverbindungen veröffentlicht. Und ja, da waren auch keine DX-Stationen zu sehen, lediglich Einträge von Stationen aus Europa. Von daher sind die Ausbreitungsbedingungen auf 15 Meter aktuell auch nicht die allerbesten. Ja, und das spiegelt sich hier eben halt wieder. Ne? Bei dem, was wir vorhin gehört haben, beziehungsweise was wir jetzt hören, ja, das sind halt so die Gründe, warum das momentan nicht so gut klappt. Und naja, mal schauen. Calling CQ, calling CQ, calling CQ on 15, looking for any call anywhere. This is Delta Oscar, number 1 Juliet Papa Lima, DO, number 1 JPL, calling CQ on 15 and standing by. Calling CQ, calling CQ, calling CQ on 15, CQ on 15 meters, looking for any call anywhere. This is Delta Oscar, number 1 Juliet Papa Lima, DO, number 1 JPL, calling CQ on 15 and standing by. Und wenn Sie schlechte Ausbreitungsbedingungen oder wechselhafte Ausbreitungsbedingungen sind, man sah das ja vorhin noch bei der Station mit dem QSG auf dem Signal, das lohnt sich dann auf jeden Fall auch sehr lange Durchgänge zu machen, wenn man CQ ruft. Ansonsten hören dann die Station nicht, beziehungsweise überhören an, weil man einfach zu leise ist. Man hätte das gerade selber gesehen bei der italienischen Station, da war ja kaum ein Ausschlag auf dem Messmeter. Calling CQ, calling CQ, calling CQ on 15, CQ on 15 meters, looking for any call anywhere. This is Delta Oscar, number 1 Juliet Papa Lima, DO, number 1 JPL, calling CQ on 15 and standing by. Calling CQ, calling CQ on 15, CQ on 15 meters, looking for any call anywhere. This is Delta Oscar, number 1 Juliet Papa Lima, DO, number 1 JPL, calling CQ on 15 and standing by. Es gibt ja auch noch so eine schöne Funktion bei den Kurzwellentransceivern. Und zwar gibt es die Möglichkeit, hier auch was aufzunehmen bzw. was Aufgenommenes abzuspielen. Jetzt gucke ich mal, was ich hier programmiert habe in meinem Voice Recorder. Und dann können wir das einfach mal drücken. Seko, Seko, Seko 15, Seko 15, Seko 15 Meter, allgemeine Anrufe auf dem 15 Meter Band von Delta Oscar 1, Juliet Papa Lima, Delta Oscar 1, Juliet Papa Lima mit Seko 15 und halt. Also das geht auch, das kann man sich natürlich auch programmieren und das schon vor allem die Stimmbänder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr den noch nicht abonniert habt, aktiviert die Glocke und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.